Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es gemäß den Temperaturen in Deutschland sehr heiß hier, denn ich möchte euch ein paar meiner liebsten Spicy New Adult Bücher vorstellen. Es gibt ja so ein paar Autorinnen und Autorinnen, die das Ganze sehr, sehr gut beherrschen, die Bücher sehr spice-lastig zu machen, und es gibt auch sehr, sehr viele in der Buchbubble, die auch wirklich explizit zu diesen Büchern greifen. Ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Ich sehe das aber alles sehr realistisch. Also nur weil ich jetzt im Buch zum Beispiel eine toxische Beziehung oder ein toxisches Verhalten toleriere, heißt das noch lange nicht, dass ich das im Alltag auch tun würde. Aber es ist ja so ein typisches New Adult Klischee, dass es ein armes kleines Mädchen ist, das total lieb ist, und das trifft plötzlich auf den bösen, bösen Bad Boy, der vor toxischer Männlichkeit nur so strotzt. Fiktional gesehen lese ich es gerne, Realität sieht da ganz, ganz anders aus. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe euch verschiedene Bücher aus meinem Shelf rausgesucht, beim Bücherregal rausgesucht. Und wir starten einfach mal mit der ersten Autorin, die für ihre Spicy-Bücher bekannt ist. Und zwar ist das Tessa Bailey. Da habe ich die Duty and Desire-Reihe gelesen und die ganz neue aus dem Hause Kiss, It Happened One Summer. Da erscheint jetzt auch der zweite Band. Und diese beiden Reihen möchte ich euch gerne vorstellen. Hier geht es um eine Polizeiakademie und um drei Kadetten quasi. Also es gibt drei Bücher mit jeweils drei Kadetten von dieser Akademie. Und ich finde die Geschichte an und für sich sehr, sehr cool, weil ich dieses Polizistenthema in New York auch sehr, sehr feiere. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich die gelesen habe. Also die sind schon ein bisschen älter. Mal gerade gucken, wann die rauskamen. Auch aus dem Hause Kiss. Also Tessa Bailey ist sehr gerne bei Kiss anscheinend. Originalausgabe erschien 2017, deutsche Erstausgabe, diese hier, Februar 2020, also ja, schon ein Weilchen her, dass die erschienen sind, aber ich mag sie unheimlich gerne und jetzt erzähle ich euch auch, um was es genau im Klappentext geht. Charlie und Eva sind Freunde mit gewissen Vorzügen. Für Charlie ist dieses Arrangement perfekt. Als angehender Cop investiert er jede freie Minute in sein Training. Eine Beziehung würde immer nur an zweiter Stelle stehen. Deshalb lässt er sich erst gar nicht auf etwas Ernstes ein. Eva ist daher das Beste, was ihm passieren konnte. Nur leider streicht sie plötzlich die gewissen Vorzüge, um nach dem Richtigen zu suchen. Verdammt, irgendwie muss sie sich doch überzeugen lassen, dass sexy Nicht-Dates mit Charlie besser sind als echte Dates mit irgendwelchen langweiligen Schnöseln. Notfalls auch mit kreativen Mitteln. Und dann kommen wir zu It Happens One Summer. Da geht es um die Bellinger-Schwestern. Hier geht es um Piper und im zweiten Band geht es eben um ihre Schwester, die zurück in so ein kleines Hafenstädtchen gehen und dort die Bar ihres leiblichen Vaters so ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Es ist sehr, sehr spice-lastig. Ich fand die zwischenmenschlichen Szenen zwischen den Protagonisten manchmal auch ein bisschen fragwürdig, aber ich sag mal so, dem Unterhaltungsfaktor hat das keinen Abbruch getan. Piper Bellinger ist ein Hollywood-It-Girl. Doch als sie wegen einer außer Kontrolle geratenen Party und möglicherweise eines klitzekleinen Einbruchs in einen Hotelpool im Gefängnis landet, reißt ihrem Stiefvater der Geduldsfaden. Er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist, um sich dort um die heruntergekommene Bar der Familie zu kümmern. Piper ist noch keine 5 Minuten in Westport, als ihr der krummelige, muskelbepackte Fischer Brandon in die Quere kommt. Er glaubt, dass sie keinen einzigen Tag durchhält. Aber Piper hat es satt, vor allem für ein dummes Blondchen gehalten zu werden. Nur weil sie bei ihrem ersten Versuch zu kochen beinahe die Bar niedergebrannt hat, heißt das noch lange nicht, dass sie aufgibt. Sie wird es allen beweisen, vor allem diesem ärgerlich attraktiven Fischer. Bleiben wir einfach mal im Hause Kiss. Da gibt es nämlich noch ein Buch, das ich euch zeigen möchte. History of Us, nur drei kleine Worte. Das ist der dritte Band der Reihe. An und für sich finde ich die Reihe gar nicht so spice-lastig, aber der dritte Band hat es mir dann doch etwas mehr angetan. Das hat einfach den einfachen Grund, dass die Protagonisten ein Stückchen älter sind als im normalen New Adult
Bereich üblich. Es geht nämlich um die große Schwester oder die ältere Schwester der Protagonistin aus dem ersten Band. Und die ist, glaube ich, schon Ende 30, Anfang 40, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Ich weiß nur, dass sie etwas mit einem jüngeren Mann aus dem Ort anfängt und dass deren zwischenmenschliche Interaktionen doch sehr hot waren. Und deshalb dachte ich, muss ich dieses Buch auch mit in dieses Video aufnehmen. Alles beginnt mit nur drei kleinen Worten. Sei meine Freundin. Daraufhin bleibt April Parker erstmal der Mund offen stehen. Hat Mitch Malone, der begehrteste Junggeselle von Willow Creek, gerade allen Ernstes vorgeschlagen, dass sie sich als seine Freundin ausgibt, nur um seine Verwandten davon abzuhalten, über seinen unsteten Lebenswandel zu meckern? Das Ganze kommt ihr absurd vor. Schließlich ist April deutlich älter als Mitch. Aber sie lässt sich im Austausch für Hilfe bei ihrer Hausrenovierung darauf ein. Nur fühlt sich die vorgetäuschte Beziehung bald etwas zu echt an. Und als April dann auch noch das erste Mal bei Willow Creek Mittelalter Festival mitmacht, bei dem Mitch jedes Jahr als Highlander auftritt, wird alles noch verwirrender. Denn Mitch im Kilt ist ein Anblick, dem selbst die stärkste Frau kaum widerstehen kann. Und weil es so schön war, machen wir jetzt einfach den Kiss-Hattrick voll mit The Secret Book Club. Das ist eine fünfteilige Reihe, die im Hause Kiss erschienen ist und die sehr, sehr, sehr spicy ist. Es geht nämlich um einen geheimen Buchclub, der von Männern gegründet ist. Also jeder der fünf Männer aus den fünf Büchern hat quasi so sein Päckchen zu tragen. Sei es jetzt, es läuft in der Ehe nicht mehr, es läuft im Bett nicht mehr, es ist eine Scheinehe und so weiter. Aber man verliebt sich in die Scheinehefrau und solche Dinge. Auf jeden Fall lassen die Jungs da nichts anbrennen und ich habe mich wirklich bei allen fünf Büchern köstlich amüsiert. Der fünfte ist sogar ein weihnachtlich angehauchter Band, also für den, der es vielleicht spicy und weihnachtlich mag. Ich kann die Reihe auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe da wirklich sehr, sehr viele schöne Stunden mit verbracht und jetzt erzähle ich euch zumindest mal was über den ersten Band der Reihe. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens. Und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn zu einem Treffen mitnimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Dann kommen wir zu einem Buch, das zwar im Allgemeinen nicht so hardcore-spice-lastig war, aber wenn es bei den beiden zur Sache ging, dann sind da wirklich alle Funken und Fetzen geflogen. Und zwar ist das The Spanish Love Deception. Ich sag mal so, ich persönlich fand die zwischenmenschlichen Interaktionen teilweise echt sehr cringig, muss ich wirklich sagen. Aber sie waren sehr heiß. Cringe war wirklich für mich nur, weil ich es so empfunden habe, dass der, sag mal, Alltagscharakter des männlichen Protagonisten, wie heißt er denn? Aaron, total lieb, nett, zuvorkommend und ruhig war. Und sobald die beiden in Aktion getreten sind, war er wirklich zu komplett zu 180 Grad geswitcht und man hat ihn einfach nicht mehr erkannt. Und das, weiß ich, die zwei Charaktere, das war so wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Das hat irgendwie, es war nicht stimmig, würde ich einfach mal sagen. Nichtsdestotrotz sehr, sehr spicy und deshalb musste das Buch auch unbedingt hier mit ins Video. Lina Martin braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will, der allerdings nicht existiert. Lina hat nur 4 Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass es die große Liebe ist. Dann bietet ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron seine Hilfe an. Er, der sie als desillusioniert bezeichnet und seine Nase immer in ihre Angelegenheiten steckt, niemals. Aber die Hochzeit rückt näher und Aaron ist ihre beste und einzige Option. In Spanien muss Lina feststellen, nicht nur als Fake-Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein. Kommen wir nun zu der meines Erachtens nach
Queen of Spice, zumindest was mein Bücherregal im New Adult Bereich angeht. Und zwar L.J. Sheen, L.J. Shen, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Ich habe 3 Reihen von ihr in meinem Regal stehen und alle 3 sind wirklich das Maximum an Spice, an teilweise auch toxischem männlichen Verhalten. Aber ich habe alle 3 Reihen sehr, sehr gerne gelesen. Und das wäre zum einen die Sinners of Saint Reihe. Da geht es um 4 Freunde, die zusammen auch eine Firma haben und sich wirklich wie die größten A-Löcher verhalten. Aber ja, die Frauen stehen nun mal leider da drauf. Also in den Büchern. Sagen wir mal in den Büchern. Dann geht es in der All Saints High-Reihe weiter mit den Kindern dieser Jungs, die dann mittlerweile zu Männern geworden sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die Boston Bells-Reihe. Ich würde euch jetzt einfach mal die Klappentexte zu jeweils den ersten Bänden vorlesen und dann machen wir weiter. Emilia LePlan traut ihren Augen nicht, als sie nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder Baron Vicious Spencer gegenübersteht. Vicious, der ihr das Leben einst zur Hölle gemacht und von dem sie nie ein freundliches Wort gehört hat. Vicious, der sie ans andere Ende der USA und weg von ihrer Familie getrieben hat. Vicious, der einzige Mann, den sie je geliebt hat. Inzwischen ist er ein erfolgreicher Anwalt und leitet mit seinen 3 besten Freunden ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Emilia, die es kaum schafft, sich und ihre kranke Schwester über Wasser zu halten, weiß, dass Vicious der letzte Mann ist, den sie jetzt in ihrem Leben gebrauchen kann. Zu viel ist zwischen ihnen vorgefallen, zu schwer wiegt die Vergangenheit, in der er der reiche und mächtige Junge der Highschool und sie nur die Tochter seiner Haushaltshilfe war. Emilia kann ihm nicht vertrauen, das sagt ihr Verstand ihr klar und deutlich. Doch ihr Herz spricht eine andere Sprache, zumal Vicious wild entschlossen scheint, die Fehler von damals wieder gut zu machen. Und wer ihn kennt, weiß, Vicious bekommt immer, was er will. Machen wir weiter mit dem All Saints High Auftakt. Bereits mit unserem ersten Kuss waren wir dem Untergang geweiht. Daria Followhill ist reich, wunderschön und das beliebteste Mädchen der All Saints High. Sie müsste sich wie eine Prinzessin fühlen, doch ihr Leben ist alles andere als perfekt. Seit sie vor 4 Jahren aus Eifersucht die Zukunft der gleichaltrigen Sylvia Scully zerstört hat, plagen sie schlimme Schuldgefühle. Als sie nun erfährt, dass Sylvias Zwillingsbruder Penn nach dem Tod seiner Mutter kein Zuhause mehr hat, sorgt sie kurzerhand dafür, dass ihre Eltern Penn bei sich aufnehmen. Und obwohl er keinen Zweifel daran lässt, dass er Daria hasst, ist sie machtlos gegen das heftige Kribbeln zwischen ihnen. Dabei weiß sie, dass seine Liebe sie zerstören könnte. Und kommen wir zu Nummer 3, der Auftakt der Boston Bells-Reihe, genannt Hunter. Sailor Brennan hat einen Traum. Sie will einmal in ihrem Leben an den Olympischen Spielen teilnehmen. Alles, was ihr dazu noch fehlt, ist ein finanzieller Sponsor. Da kommt das Angebot einer der reichsten Familien Bostons gerade richtig. Sailor soll für ein halbes Jahr mit Hunter Fitzpatrick zusammenleben und aufpassen, dass das schwarze Schaf der Familie keinen weiteren Skandal anzettelt. Was Sailor nicht weiß, der attraktive Hunter hat es sich in den Kopf gesetzt, seine strenge Nanny ins Bett zu bekommen. Macht dabei seinem Namen alle Ehre. Ja, ihr Lieben. Das war doch schon sehr, sehr, sehr viel Spice für ein Video. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr noch Autoren und Autorinnen kennt, die Bücher in diese Richtung schreiben und genauso Spice-lastig sind wie die vorgestellten. Ihr dürft mir auch gerne verraten, ob ihr eins davon gelesen habt. Ich packe sie euch wie immer unten in die Infobox, also wenn ihr da reinschauen wollt, da findet ihr die Affiliate-Links. Wenn ihr darüber das Buch kauft, kriege ich eine kleine Verkaufsprovision. Davon finanziere ich mein Schreiben, das erzähle ich euch jedes Mal. Aber ich möchte es trotzdem immer mal wieder erwähnen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!